man einen alten VW T5 mit dem 1.9er zu einem T6 umbaut, siehst du jetzt. Der Umfang und die Qualität der durchgeführten Arbeiten am Fahrzeug sind brutal. Und in diesem Sinne herzlich willkommen bei NAFTA Racing. Ich hatte hier den leichten Part und durfte die Implementierung und Applikation des ASZ-Motors übernehmen und dem Steuergerät beibringen, mit dem neuen Aggregat und den großen Düsen ordentlich zu marschieren. Der VW T5 mausert sich langsam mit dem kleinen 1.9er zum Geheimtipp und stellt in dieser Antriebsstangenkonfiguration die perfekte Basis für einen Umbau dar. Die Basis war hier der 1.9er als AXB mit 105 PS und 250 Newtonmeter. Der Motor flog raus und wurde durch den robusten ASZ-Grundmotor inklusive Zylinderkopf und großer 550er Düsen ersetzt. Der ASZ wurde in vielen Fahrzeugen älterer Generationen wie der Golf 4 Plattform verbaut. Die Unterschiede sind: Grundmotor und Kurbeltrieb sind beim ASZ wesentlich steifer und stabiler. Gleiches gilt für den Kopf. Auch die Pumpe-Düse-Elemente sind signifikant größer. In diesem Video hatte ich darüber gesprochen, was die Herausforderung darstellt, sauber die Hardware vollumfänglich in die EDC 16 zu implementieren. Bei der Steuerung handelt es sich um die EDC 16 U1 von Bosch. Hier ist der Applikationsaufwand vom Umfang her etwas geringer als beim BRS, der die spätere EDC 16 U34 Steuerung hat, deren Flashspeicher mit etwa 2048 KB doppelt so groß ist wie der vom hier besprochenen AXB. Steuergerät wurde mir zugeschickt und im Benchmode lese ich den gesamten Speicher der ECU und sichere alle Daten mit einem vollständigen Backup. Im nächsten Step in WinOLS das neue Projekt erstellt und im Anschluss alle relevanten Daten importiert. Danach geht es mit den Basics in WinOLS weiter, Map-Pack erstellen mit allen relevanten und wichtigen Kennfeldern und ihren Eigenschaften. Danach prüfe ich, ob der Datenstand Serie ist. Hier war bereits ein Fremdtune drauf. Bevor es an die eigentlichen Berechnungen und die Kennfeldbearbeitung geht, also erst einmal Datenstand analysieren. Ich will nicht nur predigen, alles besser wissen und dabei selbst nichts besser machen, sondern mein Anspruch ist, volle Funktionalität auf OEM-Niveau beizubehalten. Es führen viele Wege nach Rom, sprich zu einer Mehrleistung, aber nur einer zu dem Ziel, nachhaltig, sicher und reproduzierbar auf OEM-Niveau abzuliefern. In diesem Kontext fallen oft zwei wichtige Begriffe: verbogen und dekalibriert. Ich zeige dir heute nur das Momentenmodell und konzentriere mich in meinem Beispiel zur besseren Veranschaulichung auf eine Drehzahl von 2500 Umdrehungen. Drehmomentanforderung im Fahrerwunsch 336 Newtonmeter. In der Drehmomentbegrenzung 304 Newtonmeter. Das ist gerundet ein Plus von 40 Newtonmeter induziertes Motormoment. In der Torque-to-IQ-Conversion, wo Drehmoment in Kraftstoffmenge umgerechnet wird, entsprechen die 304 Newtonmeter ca. 57 mg pro Hub. Wie du siehst, ist das Momentenmodell hier verbogen. Ohne die Momentenachse zu erweitern, wurde die Kraftstoffmenge erhöht. Das heißt, das Verhältnis zwischen den beiden Kenngrößen passt nicht mehr. Und der Motor generiert mehr Moment durch die höhere Kraftstoffmenge als in der Momentenachse definiert. Ursprünglich lag die Kraftstoffmenge pro Hub für 304 Newtonmeter bei 49 mg. Das heißt 8 mg mehr Kraftstoff. Das entspricht zusätzlich nochmal 45 Newtonmeter on top. Wenn du davon ausgehst, dass 1 mg pro Hub bei der Drehzahl aller Verluste mitberechnet, ca. 5,6 Newtonmeter entspricht. Ich wiederhole nochmal,
40 Newtonmeter plus in der Drehmomentbegrenzung und nochmal durch das verbogene Momentenmodell 45 Newtonmeter plus macht in Summe 85 Newtonmeter. Weiter geht es zur dekalibrierten Förderdauer. Die wurde auf Serienkraftstoffmenge um ca. 1 Grad erhöht. Du bekommst grob überschlagen pro Grad Kurbelwelle ca. 2 Milligramm mehr eingespritzt. Bedeutet ausgehend von plus 2 Milligramm eine Momentenerhöhung von ungefähr 10 Newtonmeter. Macht in Summe 40 Newtonmeter plus Torque-Limiter, 45 Newtonmeter plus im verbogenen Momentenmodell, plus 10 Newtonmeter dekalibrierte Förderdauer und insgesamt 95 Newtonmeter mehr zur Serie. Also Mission Mehrleistung erfüllt. Aber Vorsicht, die Steuerung nimmt für die meisten internen Rechenoperationen als Berechnungsgrundlage das Momentenmodell her. Wie sollen hier adäquat Bauteilschutz und Limiter greifen, wenn durch Verbiegen und Dekalibrieren die Momente nicht stimmen? Vor jeder Leistungssteigerung führe ich eine detaillierte Analyse des Datenstandes durch. Im Vergleich dazu zeige ich dir, wie ich das Momentenmodell anpasse. Ich appliziere hier auf Serien-ASZ mit Serienturbo vom AXB und Serien-5-Gang 145 PS und 320 Newtonmeter. Im direkten Vergleich, mein Torque-Limiter bei 2500 Umdrehungen induziert das Moment von 351 Newtonmeter, entspricht ca. 60 Milligramm. Das entspricht in etwa genauso der tatsächlich umgesetzten Kraftstoffmenge im Brennraum wie beim Fremdtune, mit dem Unterschied, dass hier alles sauber aufeinander berechnet und abgestimmt ist. Du erkennst den Knick, also die Änderung der Steigung im Fremdtune. Und so sieht es sauber kalibriert aus. Wenn du eine Leistungssteigerung auf deinem VAG oder BMW Diesel fährst und du dir nicht sicher bist, ob die sauber ist, kontaktiere mich, ich schaue drüber und du erhältst von mir eine Analyse samt Protokoll, wo alles dokumentiert ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Perfect.